Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxa. So, ich möchte jetzt TuxedoS installieren. Ja, ich wähle einfach mal aus dem Bootmenü heraus TuxedoS Try and Install. Und ich gucke einfach mal, was jetzt passiert. Weil ich möchte nämlich auf meinem Server möchte ich jetzt mal TuxedoS ausprobieren. Und wie immer am Start ist natürlich auch Tuxi. Tuxi passt nämlich hier auf, dass hier alles vernünftig läuft. Dass keine Fehler passieren. Dass ich ja wirklich alles richtig mache. Ja, Tuxedo habe ich ganz normal von der Homepage heruntergeladen. Also Tuxedo OS auf einen USB-Stick gepackt. Und voilà. Und schon bin ich im Live-System. Ich richte eben noch mal ganz kurz die Kamera ein bisschen aus. Ja, ich denke mal so müsst ihr alle sehen, ne? Guten Tag, hello und ja, dann verließen Sie ihn. Ich bleibe bei Deutsch. Ich wähle jetzt hier Berlin. Sag ihm weiter. Ich sage ihm German. Und hier sage ich ihm auch German. Einrichten. Ja, und ich denke mal, jetzt erstmal ein bisschen warten angesagt. Wir müssen eigentlich noch die Partitionierung vornehmen. Ich bin mal gespannt, wann das jetzt kommt. Wie auch immer, gut, die Installation hat noch nicht begonnen. Jetzt bin ich erstmal im Live-System. Okay, dann klicke ich jetzt mal auf Installieren. Sie wollen TuxedoOS auf einem Nicht-Tuxedo-Gerät installieren. Ist klar, die Tuxedo-eigenen Softwarepakete, die werden wohl höchstwahrscheinlich nicht funktionieren, aber das ist mir jetzt in dem Sinne auch egal. Ich mache mal eine manuelle Partitionierung. Ich lösche erstmal den ganzen Kram hier. Löschen, 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 löschen. Freier Speicherplatz. Ja, so fange ich am liebsten an. Dann sage ich ihm neue Partitionstabelle. Ne, ich nehme natürlich den GPT-Partitionstabelle, weil der MBR kommt meine ich von Microsoft und ja, das ist dann selbsterklärend, dass ich es nicht nehme. Gut, wie partitioniere ich jetzt meine Festplatte? Das ist eine gute Frage. Ich habe zur Verfügung ungefähr 230 GB. Davon nehmen wir mal 200 GB. 100 GB nehme ich jetzt als, was nehme ich mal? Ich möchte was anderes nehmen. Was haben wir überhaupt hier zur Auswahl? Z12? Wer nimmt denn sowas? ButterFS. Yo, das nehme ich mal. Einhängepunkt. Ja, das wäre natürlich Slash. Label wäre Name, ne? Was geben wir mal als Label ein? Wurzel. Schauen wir mal klein die Wurzel. Ja, Wurzel markieren. Bootfähig. Ja, natürlich bootfähig. BIOS Group, mal wegen. Dann sage ich ihm okay. Und jetzt sehe ich sofort, was ich jetzt hier frei habe. Ja, das passt ja. Freier Speicherplatz. Wie viel habe ich jetzt noch? 125 GB habe ich noch. Dann machen wir mal 60. Nehmen wir die Hälfte. 64. 64. Und dann sage ich ihm ButterFS. Einhängepunkt wäre slash home. Und hier wähle ich mal nichts aus. Wenn nichts markiert. Und das wären jetzt hier meine Daten. Nehmt einfach mal Daten. Daten. So, schauen wir eben nochmal nach. Was haben wir da? Wurzelverzeichnis, Home. Und jetzt haben wir noch 62 GB. Und hier auch mache ich mal, ihr werdet es nicht glauben, ich mache daraus Swap. Ich mache daraus Swap. Denn ich habe eine Anwendung, die braucht verdammt viel Arbeitsspeicher. Und ich habe auf dem Rechner nur 8 GB. Und ich versuche hier einfach mal zu tricksen, ob dann die Anwendung so funktioniert. Ich sage ihm weiter. Da steht sogar,
GPT Partitions Table is the best option for all systems. Ja, da habe ich alles richtig gemacht, ne? Ich bin der, Kamera bleibt stehen. Ich bin der Tuxer. Computername ist Acer. Das ist der Acer. Ja, Passwort. So, Tuxi, ich schaue einmal nach, ob alles richtig ist. Dann drücke ich mal auf Enter. Und in dem Fall auch weiter. Installieren. Jetzt installieren. Ach, gnadenlos. Wir fackeln hier nicht weiter rum. Ja, ich würde sagen, Tuxi passt hier noch ein bisschen auf, dass alles vernünftig installiert wird. Und ich melde mich wieder, wenn ich fertig bin. So, Tuxi, schau noch mal nach. Schau noch mal eben nach, ob alles in Ordnung ist. Alles gut? Okay, dann drücke ich auch weiter. Dann ging es wirklich schnell. Ich habe es nicht auf die Uhr geguckt, aber ich schätze mal so 10 Minuten gefühlt. Und schon ist TuxedoS installiert. Das Ganze auch noch auf einem Laptop von 2014. Hat mittlerweile eine SSD-Karte, muss ich dabei sagen. Aber nur ein USB-2-Port. Okay, ich sollte natürlich auch meinen USB-Stick herausziehen. Und das sieht ja schon gar nicht mehr so schlecht aus. Ja, ich logge mich jetzt hier dementsprechend ein. In TuxedoS. Und ich muss feststellen, der Unterschied zwischen der Web-AI-Installation und der reinen Tuxedo-Installation ist natürlich insofern anders, weil man jetzt hier nicht die Möglichkeit hat, sich einen Desktop auszusuchen. Das gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Ich habe jetzt KDE, obwohl ich KDE gar nicht haben möchte. Ich brauche als erstes erstmal ein Terminal. Oder hier heißt das Terminal der Konsole. Und sofort sudo apt install obs-studio. Studio Line, jawohl. So, dann würde ich sagen, melde mich gleich wieder, wenn OBS installiert ist. Was meinst du, Tux? Juhu! So, übergangslos bin ich jetzt bei OBS drin. Und ich werde jetzt die ersten Einstellungen vornehmen, damit OBS auch vernünftig funktioniert, wie zum Beispiel Mikrofon. Und jetzt habe ich gerade gesehen, dass ich bei der Grafikeinstellung ein Problem habe. Encoder kann ich nur Software-Encoding einstellen. Und das liegt, denke ich mal, daran, dass der NVIDIA-Treiber noch nicht installiert ist. Das muss ich natürlich jetzt erst einmal korrigieren. Weil wenn, dann möchte ich auch mit einer vernünftigen Qualität aufnehmen. Und jetzt brauche ich als erstes erstmal ein Terminalfenster. Ja, ein bisschen größer machen. Ja, und ich schaue erstmal nach, was mir so angezeigt wird. Ich mache das mal ganz gerne mit Inksi. Inksi-FZ. Ja, jetzt schauen wir mal eben, was zeigt er mir an. Klar, ein Tuxedo mit einem 6.1er Kernel. Plasma 5.7.20. Also verdammt aktuell. Und die Grafikkarte wird schon mal erkannt. Das ist schon mal wichtig. Und bei Driver steht nichts. Das ist natürlich schlecht, aber das können wir ändern. Ja, ich kann bei Nvidia Settings nochmal gucken, weil das ist jetzt out of the box mit dabei. Und wie man sieht, sieht das ein bisschen mau aus. Also das sind so wenig Eintragungen, da weiß ich jetzt schon, der Treiber ist nicht aktiv. Gut, ich mache sudo apt install Nvidia Treiber und den 390er. Das weiß ich, dass der bei dem Laptop super funktioniert. Den benutze ich schon seit 10 Jahren. So, ich habe einen erfolgreichen Neustart gemacht. Und jetzt schauen wir mal in die Nvidia Settings, was mir da so angezeigt wird. Ja, wo war das nochmal? Nvidia Settings. Da ist es ja. Ja, und das sieht doch schon wieder gleich ganz anders aus. Jetzt sieht das so aus, wie es aussehen soll, wenn der Treiber vernünftig installiert ist. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich könnte noch mal ganz kurz in den Sys-Einstellungen oder Sys-Informationen schauen, was da mir angezeigt wird vom Betriebssystem in dem Sinne. Und auch da steht jetzt die richtige Grafikkarte
Vorhin stand da einfach nur HD, Graphic HD, so sinngemäß. Ja, und das ist schon mal prima, dass das funktioniert. Als nächstes kommt SSH, weil, wie gesagt, es soll ja auch als Server dienen. Zumindest ist das meine langfristige Planung. Und bis jetzt habe ich noch nicht so das richtige Betriebssystem gefunden. Und ich hangel mich jetzt hier immer so ein bisschen vom OS zu OS. Ja, und die Freigaben brauche ich natürlich. Wie geht das jetzt hier bei KDE-Live? bei KDE. Bei der Oberfläche KDE. Ja, Windows-Freigabe. Ja, das könnte ich ja mal abchecken. Ja, ich gebe einfach mal meinen Benutzername ein und das mein Passwort. Mal kurz gucken, was kann man hier noch machen. Ach komm, schließen wir. So, was können wir noch machen? Das war's, glaube ich, oder? Ja, mein Ziel ist ja natürlich, mich mit meinem Hauptrechner zu verbinden. Also ich habe zwei Laptops, einen Hauptlaptop und den älteren, den ich so als Art Server benutze. Ist natürlich jetzt nur fürs lokale Netzwerk, also kein richtiger Server in dem Sinne, aber so für den Hobbygebrauch reicht der für Listens aus. Und so viele Daten habe ich in dem Sinne auch nicht, dass ich einen riesen Server brauche. Ich könnte nochmal ganz kurz auf meine Homepage gehen und nochmal zwei Pakete nochmal installieren. Und zwar wäre das die Seite www.mtbtourmap.com. Und dann steht da über TrekGuru, kann man sich den TrekGuru herunterladen als Dev-Paket. Das habe ich mehr oder weniger Anführungsstrichen geschrieben, also das, oder beziehungsweise in ein Dev-Paket reingepackt, das Programm. Das Programm selbst habe ich natürlich nicht geschrieben. Und das gleiche wie der Map Composer. Das ist ein Java-Programm und daraus habe ich auch ein Dev-Paket gemacht, kann man sich von meiner Homepage runterladen. So, und dann können wir nochmal auf meine Linux-Seite gehen, hier auf der Homepage. Da sind so verschiedene Bash-Klamotten drauf und unter anderem auch etwas für die Bash-RC oder für die .bash-RC besser gesagt. Einfach den Text kopieren, 1:1, rechte Maustaste kopieren und dann in dem Fall jetzt über einen Dolphin. Sieht jetzt hier ein bisschen anders aus. Mal ganz kurz gucken. Ne, so ist falsch. Ja, und STRG-H funktioniert auch. Ja genau, in die Bash-RC die ganze Geschichte einfach ganz unten hinein kopieren. Na, warum geht das nicht nach unten? Okay, hier müsste ich unten sein. Rechte Maustaste oder STRG-V, wie auch immer. Und rein damit abspeichern. Uno, sudo, rechte, das floppt. Und jetzt einmal schauen, was es gebracht hat. Ah, da fehlt noch etwas. Zum Glück zeigt mir das jetzt hier die Bash an. Mir fehlt noch dieses Banner-Paket. Ja, da oben den Befehl einfach kopieren, abschicken, fertig, Terminal neu starten, oder die Bash. Ja, und jetzt sieht es doch schon wieder gleich so aus, wie ich es haben will. Das wäre jetzt so mein aktueller Stand von der Bash-RC. Und wenn man jetzt Rechner eingibt, da schickt eigentlich nur ein Alias hinter, dann hat man da auch nochmal ein paar Informationen. Was für mich immer so wichtig ist, wie zum Beispiel die lokale IP, das wäre dann Hostname-i und dann spuckt er mir ja die IP-Adresse aus. Ja, und die aktuelle Shell habe ich da noch mit reingepackt. Aktuellen Kernel, Codename und welches OS und so weiter. Und wenn man jetzt up eingibt, dann wird sofort sudo apt update und sudo apt upgrade ausgeführt. Alles in einem Befehl. Man braucht weniger tippen, weil ich bin ja tipp- und schreibfaul. Und da steckt im Endeffekt auch ein Alias nur hinter. Ja, dann kommt noch die SSH-Verbindung. Ja, und ich hoffe einfach mal, es klappt alles so. Und dann schauen wir gleich mal weiter.